Dankeschön. Am, muss ich gucken, 24.06.1947 wurde über Washington sozusagen das erste UFO der Neuzeit gesehen. Nach dem Motto, Houston, wir haben ein Problem. Das Rätsel der UFOs ist bis heute nicht gelöst. Das Phänomen UFO hat Hochkonjunktur. Fast jederzeit, alle Orten, rund um den Globus, werden sie gesehen, werden sie gemeldet und das auch in Deutschland. Irgendwo da draußen wird es andere Lebewesen geben. Weiterentwickelt als die Menschheit, fähig, selbst größte Distanzen zu überwinden. Vielleicht waren sie schon da. Vielleicht 1947 in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Vor den Augen der Öffentlichkeit bergen Sicherheitstrupps die Überreste eines Flugobjekts. Augenzeugen berichten, dass in den Trümmern 4 menschenähnliche Leichen gelegen hätten. Von Regierungsseite wird erst bestätigt, dass es sich um ein UFO handelt, dann wieder dementiert. Roswell wird nie wirklich aufgeklärt. Area 51 im US-Bundesstaat Nevada, das größte militärische Testgelände der Welt. Hier werden die Überreste des Roswell-Absturzes untersucht. Die absolute Geheimhaltung nährt die Spekulationen um das Geschehen in Roswell. Es ist der Auftakt zu einer nicht enden wollenden Reihe von UFO-Sichtungen. Von offizieller Seite heißt es stets Manipulation oder optische Täuschungen. Bis zum 19. September 1976. Über Teheran kommt es zu einem spektakulären Luftkampf zwischen einer Phantom- und einem unbekannten Flugobjekt. Ein Jetpilot beschreibt bis dahin nicht für möglich gehaltene Flugmanöver. Der US-Geheimdienst belauscht den Funkverkehr zwischen Pilot und Tower und informiert den Präsidenten. Die Amerikaner haben das sehr ernst genommen, weil man zum ersten Mal festgestellt hat, ob man sich gegen so ein Objekt zur Wehr setzen kann oder nicht und was dann passiert. Nur selten dringen Informationen über solche Ereignisse an die Öffentlichkeit. Offiziell gibt es keine UFOs. Offiziell. Und doch mehren sich die UFO-Sichtungen auch in Europa. Im Kaukasus beobachten 1990 hunderte Menschen dieses Objekt am Himmel. Im westfälischen Hagen filmte und fotografierte der Rentner Martin Dahm immer wieder unbekannte Flugobjekte. Teilweise sind es regelrechte Formationsflüge, die jedoch so oder ähnlich auch in anderen Gegenden der Welt fotografiert werden. '89 sehen Dutzende Menschen über dem belgischen Eupen 3 unerklärliche Lichtpunkte. Zusammengefasst ergeben sie die oft beschriebene Form unbekannter Flugobjekte. 1990 kommt es über Greifswald an der Pommerschen Bucht zu einer der spektakulärsten UFO-Sichtungen überhaupt. Wissenschaftler der MUFON, einer europaweiten UFO-Forschungsgruppe, werten alle Daten über diesen Vorfall aus. Nie zuvor gab es so viele eindeutige Aufnahmen. Aufnahmen, die der offiziellen Erklärung, es handle sich um militärische Fluggeräte, widersprechen. Denn kein bekanntes Objekt beherrscht Flugmanöver, wie sie hier vom Computer simuliert werden. Wir haben es ja bloß mit, oder in den meisten Fällen bloß mit Aussagen von Zeugen zu tun, die aber nicht gewohnt sind, über Beobachtung richtig nachzudenken und im Allgemeinen, meine ich, und auf merkwürdige Naturerscheinungen dann richtig zu reagieren. Also in den wenigsten Fällen nehmen die Leute dann ein Fotoapparat zur Hand oder eine Videokassette. Ohne Aufnahmen gibt es nicht einmal den Hauch eines Beweises. Vielleicht haben die vermehrten UFO-Sichtungen einen ganz einfachen Grund. Es gibt immer mehr Menschen, die fotografieren oder filmen und sich für das Phänomen interessieren. Der kopernikanische Umbruch begann damit, dass Menschen bereit waren, durch das Fernrohr von Galileo Galilei zu schauen. Und heute haben wir das UFO-Phänomen und immer mehr Menschen sind bereit und schauen einfach nach oben und schauen, was dort geschieht. Und schauen auf die Berge von Beweisen, die die UFO-Forschung in dem vergangenen halben Jahrhundert angesammelt hat. Unbestreitbare Beweise. Und dadurch entsteht eine Art Umdenken. Immer mehr Menschen begreifen, in der Tat,
wir sind nicht allein. Und wenn wir es einmal begriffen haben, wenn einmal ein Kontakt eventuell stattfindet, dann wird automatisch der Umbruch in unserem Denken geschehen. Parallel zu den UFO-Sichtungen haben in den letzten 50 Jahren auch die Berichte über Entführungen und medizinische Experimente durch Außerirdische zugenommen. Die Beschreibungen der fremden Wesen, die Schilderungen über den Verlauf der Entführungen gleichen sich oft bis ins Detail. Nur der Sinn dieser Erlebnisse erschließt sich nicht. Warum Entführungen stattfinden? Einmal die Beobachtung, dass einfach die Außerirdischen auch die irdische DNA studieren wollen. Auch die Biologie der Menschen, den Grad der Kontaminierung durch Umweltgifte und, feststellen wollten. Dann gibt es eine andere Theorie, nach der einfach eine Art von genetischem Experiment stattfindet, einer Veredelung der Menschheit durch genetische Eingriffe. Eine weitere Theorie wäre, dass die Außerirdischen ihre eigene DNA, ihren eigenen Genpool bereichern wollen. Es gibt da Theorien, wir können nur spekulieren. Tatsache ist, die Berichte über Entführungen durch Außerirdische häufen sich. Vielleicht gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Wer solch ein unglaubliches Ereignis schildert, wird sehr schnell als Fantast abgetan, wird von seinen Mitmenschen nicht mehr ernst genommen. Erst in den letzten Jahren bekennen sich vermehrt Menschen zu ihren Erlebnissen. Sie können sich mit anderen Entführungsopfern austauschen, sind mit ihren Ängsten nicht mehr allein. Und sie stellen fest, was immer sie auch erlebt haben, ihr Schicksal ist nur eines von vielen. Dr. Johannes Fieback hat hunderte Entführungsopfer befragt. Seine Studien bestätigen diese Erfahrungen. Die Menschen, die über solche Erfahrungen berichten, sind Menschen wie Sie und ich. Sie sind aus allen Bevölkerungsschichten. Es sind Männer und Frauen. Es sind Menschen jeglichen Bildungsstandes. Es lässt sich keine bestimmte Gruppe irgendwie herausfiltern, die bevorzugt wäre für solche Begegnungen. Sondern wir haben wirklich eine ganz normale statistische Verteilung über alle Gruppen in der Bevölkerung, die man sich nur vorstellen kann. Man glaubt also, dass Außerirdische kommen, auf die Erde kommen, um die Menschheit zu retten. Da zeigt sich natürlich schon dieser Gedanke, diese von vielen gehegte Hoffnung auf eine bessere Welt, die einfach übertragen wird auf dieses Phänomen oder dieses UFO-Phänomen in unserem technologischen Zeitalter. Ich persönlich glaube, dass das UFO-Phänomen im Kern damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass wir zwar mit einer anderen Form von Intelligenz konfrontiert werden, aber die ist sicherlich nicht hier, um uns vor irgendetwas zu retten. Ist es tatsächlich nur der Wunsch nach einer neuen, einer besseren Welt, der die Menschen UFOs sehen lässt? Herzlich willkommen, Hans-Werner Peiniger. Ja. Herr Peiniger. Auch Sie und Ihre Gesellschaft befassen sich im weitesten Sinne mit der Frage, außerirdisches Ja oder Nein. Sie kommen sozusagen von einer etwas anderen Fakultät als Dr. Fieback, den wir zum Schluss im Film gesehen und gehört haben. Ich würde gerne mit Ihnen so ein bisschen aus der Praxis für die Praxis reden. Ich sehe ein UFO oder ich glaube, eines zu sehen. Was mache ich, armer Mensch, jetzt? Wem teile ich das mit, ohne gleich verhöhnt zu werden? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. An wen sollen sich die Zeugen wenden? Man kann sich an Polizeidienststellen wenden, man kann sich an Zeitungsredaktionen wenden oder an die nächste Flugsicherung. Nur fühlen sich diese Institutionen meistens nicht so richtig zuständig dafür, auch wenn sie manchmal doch recht gute Ermittlungsarbeit leisten. Mhm. Da es nun mal keine offizielle militärische oder behördliche Anlaufstelle für solche Phänomene gibt, sind halt private Organisationen, so wie wir eine sind, gefordert, diese Arbeit zu machen. Darf ich nur kurz fragen, die Zusammenarbeit mit der Polizei zum Beispiel, funktioniert? Die funktioniert, ja. Wenn wir also von einem Fall Kenntnis erhalten, nehmen wir Kontakt mit den örtlichen Polizeidienststellen auf, fragen nach, gab es besondere Vorkommnisse im Zeitraum der Beobachtung oder haben sich andere Zeugen an die Polizeidienststellen gewandt und so weiter. Jetzt zum Beispiel, ja. Hören Sie Geschichten ohne Ende, Sie sortieren glaubwürdig oder nicht, Sie bekommen vielleicht auch Material. Wie sieht jetzt Ihre Arbeit konkret aus? Wie analysieren Sie jetzt das, was Ihnen erzählt wird? Ja, zunächst einmal nehmen wir natürlich Kontakt mit dem Zeugen auf. Wir versuchen, Grunddatenmaterial zu bekommen. Das ist also, wann war die Erscheinung zu sehen, wie viel Uhr, also Datum. Wie sah sie aus? Gab es bestimmte Wirkungen? Wir kontaktieren Sternwarten, Wetterämter, wenn wir
Daten über die Wetterbedingungen benötigen und so weiter. Und situationsbedingt fahren wir dann auch mal raus und befragen die Zeugen vor Ort. Das heißt, und das Ganze zusammen? Das Ganze führen wir zusammen. Führt in eine, ich sag mal, erste vorläufige Bewertung. Richtig. Wir analysieren das Material, bewerten das und oft kommt man dann doch schon einer Lösung sehr nah. Die Menschen, die sich an Sie wenden, was würden Sie sagen? Wie viele von 100 sind so glaubwürdig, dass Sie sie ernst nehmen und sagen, dem gehen wir nach? Wenn Sie jetzt prozentual fragen, 99% sind sicherlich glaubwürdig. Also sie, die Leute beschreiben schon das, was sie am Himmel gesehen haben, nur sie können sich das nicht erklären. Sie suchen einmal nach Bestätigung, nach weiteren Zeugen und fragen dann auch, was habe ich da eigentlich gesehen? Also durchaus glaubwürdig. Schwindel, bewusster Schwindel ist äußerst gering. Das ist prozentual gesehen bei uns bei 1,9%, also rund 2% der Fälle. Herr Peiniger, das war aus der Praxis für die Praxis. Sehe ich eins? Ich komme hundertprozentig zu Ihnen. Ja, danke, dass Sie da waren. Bitte. Tschüss, Herr Peiniger.